Hi, ich bin Ronja Sakata und ich will dir heute ein bisschen Japanisch beibringen. Diese Spickkärtchen kannst du dir downloaden, wenn du dich für den Gratis-Japanisch-Kurs anmeldest. Und ich mache dich heute gerade ganz fest lustig und natürlich bringt es dir etwas für deine Japan-Reise. Weil es ist immer noch nicht so, dass die Japaner und Japanerinnen wirklich gut Englisch können. Vor allem, wenn du dich ein bisschen rausgetraust, was ich dir sehr empfehle, dass du das echte Japan kennenlernst. Dann brauchst du ein bisschen Japanisch und dass das ganz einfach ist, das zeige ich dir jetzt gerade. Das Spickkärtchen im Hotel im Ryokan blende ich dir hier einblenden und jetzt gehen wir einfach die Wörter einmal alle durch und nachher erkläre ich dir noch ein paar Sachen zu den einen Formulierungen oder wieso man das so sagt. Ohayo gozaimasu heisst guten Morgen und du siehst, dass U ist pink angemalt, das tut man so verschlucken, das braucht es eigentlich wie nicht, aber trotzdem ist es dort in den Silben innen und darum alle Pinken einfach weglassen und dann ist deine Aussprache schon perfekt. Das zweite, Konnichiwa, guten Tag, das kennst du sicher schon. Sich immer ein bisschen verbeugen dazu, das wirst du dann sehen, das ist automatisch, wenn du in Japan bist, fängst du das auch an. Konbanwa ist guten Abend und der Tageszeit entsprechend grüßen, das ist so das Einfachste, was du kannst machen kannst, um schon mal zu zeigen, hey, ich habe ein bisschen Japanisch gelernt und ich will mit euch in Kontakt treten. Und nur schon das freut die Japaner und Japanerinnen unglaublich fest. Findet es vielleicht schon, oh, du kannst perfekt Japanisch. Also mit einem kleinen Effort kann man schon ganz viele Türen aufmachen und das will ich, dass du das unbedingt ausprobierst. Sumimasen heisst Entschuldigung und das kann man so in verschiedensten Stimmlagen sagen. Beim Aussteigen Sumimasen, wenn du an jemandem vorbei willst. Sumimasen heisst Entschuldigung vielmal, wenn dir irgendetwas abgefallen ist oder an jemanden angeputscht bist. Das ist wie bei uns. Jetzt kommst du in Ryokan, ins traditionelle Hotel rein oder in ein normales Hotel. Und vielleicht hast du noch nicht reserviert und willst wissen, ob es ein freies Zimmer hat. Heia wa aitemasu ka? Heia heisst Zimmer und aiteru ist frei sein. Heia wa aitemasu ka? Ist ein perfekter Satz. Und wenn du den so sagst, wie ich ihn jetzt gesagt habe, dann verstehen dich alle und sie werden dir eine Antwort geben. Und hei heisst ja, das steht jetzt da nicht auf dem Spickkärtchen, aber das kannst du dir sicher merken. Koshitsu onegaishimasu heisst ein Einzelzimmer. Futaribeya onegaishimasu heisst ein Doppelzimmer. Und ikura desu ka ist, wie viel kostet das? Das kannst du auch auf dem Markt brauchen oder neu, wenn der Preis nicht angeschrieben ist. Ikura desu ka heisst, wie viel kostet das? Egal bei was. Ippaku shitai desu heisst, ich will eine Nacht bleiben. Nihaku shitai desu, sanpaku shitai desu. Ippaku, Nihaku, Sanpaku, das klingt vielleicht mega lustig in deinen Ohren. Und das sind Zählwörter. In Japan tut man in Zählwörter zählen, so wie 1 Pfund, 2 Pfund, 3 Pfund. Weißt du, 3 Pfund ist 1,5 Kilo. Gibt es für sie ganz verschiedene Zählwörter und zum Übernachten ist es Haku. Und Ichi, Ni, San heisst 1, 2, 3. Das kennst du vielleicht vom Judo, vom Karate. Und Ippaku, Nihaku, Sanpaku ist einmal, zweimal, dreimal übernachten. Shokuji Tsuki heisst Mitmahlzeiten, das ist also die Halbpension. Und Deska, Ska, das ist Ska, ist das Fragewort, das am Schluss zeigt, dass du eine Frage gesagt hast. Sie haben früher noch kein Fragezeichen gehabt. Also Deska ist eine Satzendung mit einer Frage und Des tut den Satz abschliessen. Choshoku ist zu Morgen. Yushoku ist zu Nacht. Dann, was praktisch ist, Kagi heisst Schlüssel. Kagi onegaishimasu. Onegaishimasu ist auch so eine gute Endung. Da kannst du um etwas bitten, egal ob du auch das Bier zum Beispiel. Biru onegaishimasu heisst, ich hätte gerne ein Bier. Kagi ist der Schlüssel. Kagi onegaishimasu. Ikkai, nikkai, sangai. Da kannst du gerade wieder das Zählwörterwissen von vorher vorholen. Erster Stock ist Parterre innen, dann zweiter Stock, dritter Stock. Zum Wissen, wo dein Zimmer ist. Arigato gozaimashita. Danke vielmals, wenn etwas wie abgeschlossen ist, wenn du noch einmal rauslaufst oder eben der Prozess vom Einchecken abgeschlossen ist. Arigato gozaimashita. Das ist immer gut zu sagen. Sie dürfen sich immer entschuldigen und immer bedanken. Dann der Passporto. Den werden Sie sicher sehen oder bei Ihnen einordnen. Ganz klassisch beim Einchecken.
Und was sie sicher wird wundern, wenn sie das nicht schon im Pass gesehen haben, vielleicht fragen sie das vorher schon, Doko Kara Deska, das ist wieder das Deska. Doko heisst wo und Doko Kara heisst woher. Woher kommen sie? Woher kommst du? Sie haben keine Du- und Sie-Form. Doko Kara Deska. Und dann kannst du sagen, Suisu Kara Des. Ich komme von der Schweiz. Und dann werden sie sagen, oh, ah, Suisu Deska, Sugoi Desne, Kirena, Kuni Desne. Sie lieben die Schweiz, alle kennen die Schweiz und du kommst wie von einem Märchenland zu ihnen auf Besuch und du wirst sehen, mit dem kannst du ganz viele Pluspunkte machen, einfach so, weil du gesagt hast, dass du von der Schweiz kommst. Und dann, vielleicht hast du ja ein kleines Fotobüchlein dabei, das du dann ihr gerade schon zeigen kannst oder ihm, vielleicht hast du aber auch keine Lust auf das. Du kannst entscheiden, wie fest du auf die Leute zugehen und ich kann dir versprechen, dass 99,9% der Japanerinnen und Japaner sich ganz fest darauf freuen, dass du auf sie zugehst und dein Japanisch, wenn es auch nur ein bisschen ist, präsentieren. Wenn du noch mehr Japanisch lernen willst und all die 4 Spickkärtchen abladen, melde dich für den Gratiskurs an. Und wenn du Lust hast auf mehr Japanisch, sag mir doch, was dich interessiert, was du für Fragen hast, vielleicht auch von diesen Mangas, die du cool findest, von diesen Animes. Ich schaue, was ich da alles kann in die Videos reinzaubern kann, dass es für dich spannend ist und dass es dir etwas bringt. Ich wünsche dir ganz viel Spass bei den Spickkärtchen studieren und beim Japanisch lernen. Matane, bis bald!